Hallo zurück zu einer neuen Folge Disneyland Adventure. Ja, wir sind hier. Ja, genau. Wir sind hier vor Big Thunder Mountain. Da hatten wir ja vorgehabt, weiterzumachen. Dann schauen wir mal, was uns erwartet bei dieser tollen Achterbahn. Zwei Kapitel nur. Uhu. Sieht aber interessant aus schon mal. Schauen wir doch mal. Okay. X halten, wenn es schneller gehen soll. LT, RT, kannst du hinausstellen, sagen sie. Ah, das ist gut. Das wird doch nicht etwa... Ach, das wird doch nicht etwa sein... Okay. Ich habe das Gefühl, das wird mich an ein gewisses Spiel erinnern. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch das Spiel Hugo kennt, mit diesem Kobold. Ich habe das Gefühl, das wird ein wenig in der Hinsicht sein. Da muss man ja auch auf der Strecke fahren und dann immer hin und her springen und verschiedene Gegenstände einsammeln. Boah, ist das lange her. Ah, da hinten kommt der Zug. Sieht ja aus wie ein Geisterzug. Oh je, wer ist das denn jetzt? Führerloser Zug! Tatsächlich ein Geisterzug. Was ist mit dem passiert? Hoppla! Ruhig! Kein Grund, Angst zu haben! Ey, Junge! Ich bin nur ein Geist! Kumpel, erstmal Snickers! Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich habe eine Kanonenkugel eingefangen. Bin nicht mehr derselbe. Nee, sag bloß. Sag doch. Ja, es ist Snickers. Aber wir haben keine Zeit zum Quatschen. Wir müssen den Zug stoppen. Der alte Rauchspucker rollt hier durch, seitdem der Big Thunder Mountain von dem Erdbeben geschüttelt wurde. Wir müssen ihn aufhalten, sonst kommen wir hier niemals zur Ruhe. Also los, auf geht's! Benutzt die Resine, um den Geisterzug zu stoppen! Okay, mit... Okay, das... Naja, zumindest ein Leben! Okay. Schreib dich richtig an! Oh je. Das war sehr knapp. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mit der Steuerung. Ja. Okay, das. Boah, cool. Doch eine Achterbahnfahrt. Oh, nein. Egal. Au, das tat weh. Spring! Ah, ja. Ich glaube, da müssen... Nein, da wäre Mickey gewesen. Okay, wir wissen Bescheid. Ja. Was macht er denn da? Was macht er denn da, der Geier? Ja, schwierig, sich da zu konzentrieren. So gefällt dir das! Geier, was macht ihr da, der Geier? Was macht ihr da? Was macht ihr? Ach, du kriegst die Tür zu. Da, weiter voraus! Ja, echt? Pass auf! Wow! Lala! Gut gemacht! Naja, zumindest bei den Mädchen! Ja, mach's doch mal selber. Naja, Ziegen sind die Blau. Oh, was ist hier? Was geht denn jetzt hier ab? Trotzdem ziemlich gut ausgerichtet. Es geht los! Spring! Ja. Ja, ein Dicky haben wir, das ist sehr schön. Große Stachelpflanzen voraus! Sag jetzt nicht, wir sind. ja, schon dabei. Schneller! Ich
kann nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Okay. Ach du Schande, nee. Ich hoffe, dass jetzt nichts kommt. Das wird... der war doch eben noch hinter uns. Tschüss, Lesine. Aber der war doch gerade noch hinter uns. Hä? Wie geht das denn? Ja, gut, wir haben nur 2 von 5 geschafft. Macht nichts, gab ein bisschen Kohle. Dann gucken wir mal, was der hier schafft. Ja, da müssen wir ein bisschen... Ich glaube, das muss ich öfters fahren. Okay, ist das gleiche? Okay. B. Ist das gleiche im Endeffekt wie das... Ja, ist das gleiche ungefähr. Oh, nett. Das ist wahrscheinlich B. Schauen wir doch mal. Ja, das ist B. Hey, du musst zur Lok kommen, um ja. diesen Zug zu stoppen. Nee, sag bloß. Der gehört uns. Ah, nein. Achtung! Okay. Und, ja, echt? Auf, nix. Ich hasse Fledermäuse. Hau ab, du blöder Geier. Ich doch bin einen Auslöser. Ja, das hat sich gelohnt. Yep. Und runter. Wir haben ihn. Sehr schön. Dafür lasse ich die Münzen gerne stehen. Auslöser voraus! Haben wir den Mickey jetzt? Den haben wir noch nicht gekriegt. Upsala. Sag mal, den Mickey haben wir noch nicht gekriegt. Das kannst du mir doch erzählen. Wir enden schon nicht so wie der. Den haben wir gekriegt. Schnell, der Auslöser! Nein! Oh, das war zu spät. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wo ist er? Wo ist er? Da, wir haben ihn. Sehr schön. Ach cool, man kann die ja... Dafür sind die Geier da. Pass auf! Schnell! Stoppen wir den Zug! Glück gehabt. Ja. Wir sind schon da... Aua. Wir sind doch schon dabei. Jo, wir haben es geschafft. Ei. End of line. Jetzt bin ich mal gespannt, wie knapp es wird. Na, wo stehen wir? Wo stehen wir? Wo stehen wir? Komm hoch! Du hast es geschafft! Du hast den Geist dazu gestoppt! Juhu! Vielen Dank! Ah, hör dir das doch mal an! Das ist der Klang von echter Ruhe! Ah, ja, ja. Hallo, ah, Geist dazu? Ich hätte mich zu Tode erschreckt, wenn ich noch am Leben wäre! Läuft. Joa, besser als im letzten Level. Hier haben wir wenigstens 4 von 5. Und haben noch ein bisschen Kohle gekriegt. Sehr schön. Oh, Bronze. Silber. Sehr schön. 2 fehlen uns dann noch.
Ja, das heißt dann, hier müssen wir noch 4 von den Dingern holen. Aber gehen wir mal zurück in den Park. Machen wir mal neue Quests noch. Wer war nochmal? Ah, dieser komische Fuchs, der wollte ja noch was von uns. Da hat mir die Quest angefangen gehabt. Ja, läuft. War, ich muss ehrlich sagen, das ist bis jetzt, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war bis jetzt meine Lieblingsattraktion. Was fehlt uns eigentlich noch an Attraktionen? Das würde mich mal interessieren. Stecker, sieht man das hier? Attraktionen, Anstecker, okay. Oh, 7 fehlen uns noch. Oh, nee, noch mehr. Wie viele Attraktionen? Sind die echt 68 Attraktionen? Jetzt bin ich mal gespannt. Gehen wir mal Critter Country und gucken, wie viele Attraktionen da sind. Das zeigt er gar nicht an. Hm. Wieso zeigt er das nicht an? Gut, dann gehen wir mal sowieso dahin. Da wollten wir eh machen. Weil da hatten wir ja noch die Quest offen. Für den Fuchs. Naja. Das ist nicht Gevatter Reinicke. Oh ja, Kamera. Das ist eine gute Idee. Komm, mach ein Foto. Danke. Ich weiß gar nicht, welchen Systemgebiet haben wir denn noch gar nicht fotografiert. Waren wir noch gar nicht. Muss ich mal spaßhalber gucken. Also, Critter Country, New Orleans. Nee, wir waren eigentlich überall mittlerweile. Ja, auch im Tomorrowland. Ah ja, genau, da ist ja auch die... Space Mountain müsste doch eigentlich auch eine Attraktion. Stimmt, da war ja auch eine Attraktion drin. So, jetzt gehen wir aber erstmal Fuchs helfen. Ah, da gehen wir jetzt. Warte mal, machen wir Foto. Ja, kommt mal Foto. Was wir haben, haben wir. Komm, mach weiter. Wir wollen weitermachen. Holen wir es uns. Ein Megafon. Komm sofort. Ein Megafon. Alles klar. Von wem kriegen wir das denn? Meister Lampe in die Falle tappen und ich werde direkt daneben warten. So, dann suchen wir mal. Ah ja. Foto. Was machen wir? Ah, Fußspuren. Könnte das sein? Die Fußspuren, die sind mir doch vorher schon auf. Das waren doch vorher schon was. Ja, nett dich zu sehen. Das heißt, hier irgendwo müssen wir auch nochmal. Ja, da sind sie doch. Oh, Christopher Robin war bestimmt schon im Disneyland. Den Namen gibt's garantiert auch in echt und derjenige war bestimmt auch schon im Disneyland. So, dann suchen wir mal die letzten. Ja! Ja, aber erst. Dies ist eine schöne Ecke. Ich verhalte sie einfach im Auge. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, das ist echt eine schöne Ecke hier. Also Critter Country würde mir schon gefallen, vom Stil her. Wenn mein Schwanz wieder weg ist, gibt mir hoffentlich jemand Bescheid. Honig ist gut, wenn einen die Bienen nicht stören. Ich mag den Kleinen.
So, einen haben wir hier noch. Und da sind noch die letzten Spuren. Sehr schön. Frage ich mich ja, wo das letzte Foto gemacht werden muss. Hm. Gibt's da nicht viele Möglichkeiten? Dies ist eine schöne Ecke. Ich behalte sie einfach im Auge. Ne, da dürfte... Da dürfte nichts sein. Da ist der Shop. Es ist schön warm draußen. Überhaupt nicht stürmisch. Ich frage mich hier... Aha. Wofür sind die denn? Jetzt weiß ich auch, wofür die komischen Pfeile aufbauen. Ah, Entdeckungenfoto. Das ist ja interessant. Das heißt, wir müssen auch auf die achten. Wenn die auftauchen. Holen wir es uns. Ein Megafon. Komm sofort. Ja, von wem nochmal? Hier, komm. Ich hab's. An dem einen Ach, der kriegt von dem kriege ich das Megafon. Stimme raus. Behalte das. Aber vielleicht was für ein Megafon? Ja mal laut schreien. Nun gut, Brun, der Bär und ich müssen eine Falle. Hey, ich meine ein Fest vorbereiten. Mhm, Fest, alles klar. Ja, schön. Ja, 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 ja. Und tschüss. Ah. Zudem hätten wir sowieso dann hingemusst. Dann hätten wir die Quest jetzt gekriegt. Was brauchen wir als nächstes? Oh ja, ein Seil. Genau, zum Fesseln dieses... Ich meine, wir werden bestimmt Spaß haben beim Seilspringen mit Meister Lampe. Genau. Na dann streng mal Du bist nicht Gevatter Reinicke, also bist du nicht so intelligent wie Gevatter Reinicke. Ja, ja. Ja, 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 ja. Und ich... tschüss. Weiß auch für das Seil drauf. Der Hase weiß nicht, mit wem er sich da angelegt hat. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast. Du bist doch eigentlich... Ich sehe Meisterlampe nicht, aber ich weiß, dass er hier ist. Mal gucken, ob wir nicht irgendwo hier in der Nähe noch den letzten Fotopunkt noch finden. Ich glaube... Ist er das? Oder ist das New Orleans? Gehört das denn zu Critter Country oder zu New Orleans schon? Hm. Oh, hat sogar noch zu Critter Country gehört. Sehr schön. Okay, jetzt wird... Wo hab ich denn das Seil jetzt hergeholt? Was? Oh, kann man... Warte mal. Können wir damit was anstellen? Oh! Ja, läuft. Okay, dann gucken wir mal, wo wir das noch benutzen. Ist bestimmt irgendwo noch was dann? Da braucht man noch was für. Hier. Eigene Medizin sprechen. Was willst du? Naja. Ja. Oh. Wir laufen alle lächelnd herum, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Bäume? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Hast du dir das ein hätte Fernglas jetzt... gewünscht? Aladdin hat eins für dich. Junge, jetzt hole ich erstmal Bienenstöcke. Ist ja schon faszinierend, aber ich frage mich immer noch, wofür die... Der Baum... Ne, den hatten wir schon wahrscheinlich. Das ist Winnie the Pooh. Da ist doch... Ne. Uha, es wird immer mehr, was wir finden müssen. Na, sehr schön. Die armen Bäume. Oh, hallo du. Was ist das denn hier? Splash Mountain! Cool! Ich glaube, ich habe schon unser nächstes Ziel. Das holen wir uns noch später, das Fernglas. Das da müsste doch bestimmt. Ich glaube, ich warte hier einfach. Bis ich fertig bin. Ah, wusste ich doch. Der da hinten, das ist. Oh, hier ist noch ein Seil. Ne, der ist nicht. So, ja, drauf achten. Dies ist eine schöne Ecke. Behalte sie einfach im Auge. Sie rufen Hallo. Das letzte Seil dürfte dann hier sein. Ah, hier ist ein Bienenstock. Das ist doch... Das ist kein... Ich wollte Kratzhaare. Ja, komm, gib her. Guck mal, hier schön ist. Da ist noch eine Kiste. Ich stehe hier einfach herum. Bis ja, ja, hast ja recht. Hm. Und ich habe nichts Wichtiges vergessen. Oh, ah, da haben wir doch. Ich hoffe, Sie denken daran, Rücksicht auf kleine Tiere zu nehmen. Oh, Ferkelchen, mach dir doch keinen Stress. Das ist Disneyland. Hier wird Rücksicht genommen, außer aufs Portemonnaie. Ne, das war eine Lampe. Der da. Ah, sehr schön. Wir haben den letzten Baum. Oh Gott, das wird echt immer mehr. Ich glaube, da ist ein Bienenstock, oder? Ist da ein Bienenstock? Nee, doch nicht. Wir laufen alle lächelnd herum, als könnten sie kein Wässer. Da ist ein Bienenstock. Schnell, deine Kamera. Mach ein Foto. Zack, für ein Souvenir. Okay, was willst du denn von uns? Was treibt rum der Bär nur dort drüben? Geht nicht. Zauberstab geht auch nicht. Geht auch nicht. Sehr bald schon wird dieser... Ja, aber wie... Ah, du musst dich erwischt gehabt. Daneben. Ich kenne jetzt alle von Meisterlampe. Er ist kann mich was. Nicht mehr über... Der da. Der Armbär. Ja, ja, blöd. Holen, um all diese Leute wegzujagen. Den Bienenstock hatten wir schon. Es fehlen aber noch ein paar Bienenstöcke. Ah. Jetzt erinnere ich mich. 5 von 6. Einer fehlt. Ich glaube aber nicht, dass der hier ist, weil hier fängt New Orleans an.
Oh, Moment, Moment, Moment. Wir haben ihn. Was haben wir hier? Ach du je, New Orleans sind auch so Bäume. Na, läuft. Ja gut, wir bringen jetzt erstmal dem Fuchs seine Seile, die er zum Seilhüpfen braucht. Ich hüpfe gleich mit dem. So, mein Freund, wo bist du? Pfeifentier, da bist du. Ja, hast du deine Seile. Also das ist schon viel besser. Meister Lampe wird außer sich sein. Freude meine ich natürlich. Ja. Aber weißt du, nach dem Spielen wird Meister Lampe mächtig Hunger haben. Und weißt du, was er mag? Möhren. Ja, sowas mag Meister Lampe. Ja, für die Falle der Köder. Hey, wir haben noch was zu tun. Such endlich diese Möhren. Sammle die Möhren. Okay, sag doch. Ah ja, das ist wieder ein Zauberstab. Ihr werdet schon sehen. Ich schleiche mich an ihn Spaß. Ran, wenn er gerade okay. Oder? Nee, halt hier. War da was? Ah, hier. Noch kein Zauberstab. Schade. 1 von 3. Ich dachte jetzt schon, da hat sich unsere gute Fee doch ein bisschen Zeit gelassen, ne? Komm, machen wir dich noch. Oh, wo haben wir denn die nächste? Ich hoffe, Sie werden daran Rücksicht auf kleine Tiere zu nehmen, so wie mich. Ach, da ist er schon. Sehr schön. Ja, ich bringe sie ihm schon die Möhren. Vielleicht sollte ich Brumm den Bären holen, um all diese Leute schon ja, hallo. Besser. Jetzt machen wir uns ein leckeres Mittagessen und das hat Meister Lampe nur dir zu verdanken. Ja. Du machst so, hier Mittagessen. Vielleicht alles haben wir gar klar. Kein Fest für Meister Lampe geplant, sondern ihm eine Falle gestellt. Und du hast uns geholfen. Das Seil, die Glöckchen, die Möhren für den Haseneintopf. Eine große Hilfe. Ich wette, du hast doch noch kein Köder. Freund gehalten. Schau selbst nach. Ich wette, wir haben den bösen Hasen schon gefangen. Never ever. Lauf schon Never los und sieh in der ever. Falle nach. Wir sehen uns zum Abendessen. Ja, ich habe das Gefühl, dass du in der Falle hersteckst oder dein Kumpel. Ich bin mal gespannt, wer in der Falle steckt. So schwer, aber Patzig, der Fuchs kann einen ganz schön auf Trab. Hey, Meister Lampe. Ich bin Meister Lampe. Schön, dich kennenzulernen. Wie ich höre, haben mir Brumm der Bär und Patzig der Fuchs eine Falle gestellt. Na gut, vielleicht kriegen sie mich, aber sicher nicht für lange. Der wusste es schon, das war so klar. Wollen wir den Spieß mal umdrehen? Ich habe da einen guten Plan. Dafür brauche ich aber meine Spezialkleidung. Die ist hier in der Nähe in einem Kleidersack versteckt, damit sie Patzig der Fuchs nicht findet. Könntest du sie mir bringen? Ja, gut. Aber erstmal ja, ein Autogramm. Ich kann danke. Meine Punkte gern da drauflegen. Sehr nett von dir. Komm, schlag ein. Alles durch, wie immer. Umarmungen sind besser als der Dornen. Ah, jetzt weiß ich, woran mich die Stimme erinnert. Johnny Nummer 5. Statt der Hufe schwinge ich die Hinterläufe. Ja. Das erinnert mich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Filme kennt. Einmal Johnny Nummer 5. Das war, soweit ich weiß, der erste Film. Und Nummer 5 lebt. Das war der echt zweite Film. Mächtig prächtig bist da. Ja, Ruhe. Und vergiss meine Spezialkleidung Ruhe. Psst, ruhig. Meister Lampe. Ja, das waren zwei tolle Filme. Kann ich nur empfehlen. Sind schon ein bisschen älter. Ich glaube, aus der 80er waren sie. Oder aus den 90er. Nee, ich glaube, aus der 80er sogar schon noch. Das handelte um einen Roboter, der im ersten Film wird er vom Blitzschlag getroffen und ein eigenes Bewusstsein dadurch kriegt. Eigentlich sollen die Roboter als Kampfdrohne gedacht gewesen.
Es ist ein schöner Film. Beide. Kann ich wirklich nur ans Herz legen. Man darf aber nicht vergessen, die Filme haben schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel. Das heißt, sie sind vielleicht nicht so spektakulär mehr vom Aussehen wie die heutigen. Aber sie sind einfach schön. So, wo soll man denn hin? Da lang. Komm her, gute Fee. Zeig uns, wo denn die Falle ist. Heute wohl etwas Ungewöhnliches passiert. Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Ach Quatsch. Klamotten. Ja komm, gib her. Danke. Ach, eins von dreien. Sag mal, auf wie viele Sekten hat er das verteilt? Bitte Hansi Hase um ein Foto. Können wir gleich noch machen. Da. Der guckt sich New Orleans an. Kluger Kerl. Boah, hat der lange gebraucht jetzt. Oh, Moment. Hatten wir die noch nicht gehabt? Haben wir die echt noch nicht gehabt, die Mülltonne? Oh, sehr, sehr interessant. Moment. Ist dann vielleicht bei den Bären da hinten noch eine Mülltonne, wenn das ja hier zur Kilterkahn-Tür gehört noch? Das ist eine... Ha! Zauberlehrling! Ja! Und richtig Cola, sehr schön. Ja, ich bleib trotzdem noch bei Chiapas. Sorry, also von Wasserbahn, wo ich gefahren bin, ist und bleibt mein Liebling Chiapas. Von Rafting-Anlagen, ehrlich gesagt, muss ich zugehen, ist River Quest nur auf Platz 2. Auch wenn Phantasia mein Lieblingspark ist. Na, neben Europa-Park. Aber vom Spaßfaktor, muss ich ehrlich sagen, und vom Wasserfaktor, gefällt mir doch der Donnerfluss aus dem Holiday Park besser. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr wirklich ins Holiday Park fahre. Weil, sorry, in der Zeit, wo ich den Park jetzt kenne, hat sich viel zu wenig getan. Und da sie ja den tollen Plan vorgestellt haben, 5-Jahres-Plan, unter anderem eine Umgestaltung vom Donnerfluss, habe ich kein Problem mit, solange es die gleiche Attraktion bleibt. Es ist eine tolle Rafting-Anlage. Wenn man noch nicht da war, alleine wegen der lohnt es sich, weil das ist meiner Meinung nach in Deutschland wirklich eine der drei besten. Weil da wird man definitiv nass. Die dritte wäre für mich im Europapark, das Fjordrafting, weil das macht auch richtig Spaß. Ob man jetzt nur drinnen sitzt oder draußen an den Fontänen steht und die 50 Cent reinschmeißt, denn nicht. Also das Geld ist es mir jedes Mal wert. So, dann sag mal. Hier, Meisterlampe. Oh, genau die brauche ich. Du kannst gut Leute reinlegen, genau wie ich. Bring mir auf jeden Fall noch mehr Kleidung, wenn du welche findest, ja? Was nun? Aha. Oh, ich hab's. Du erzählst patzig dem Fuchs, ich säße in der Falle. Und dann rätst du ihm, mich zu mästen, damit ich besser schmecke, wenn sie mich essen wollen. Mach's gut. Und denk dran, den beiden zu erzählen, dass ich in der Falle sitze, ja? Was soll das jetzt bringen? Was soll das jetzt bringen? Will er sich etwa zum Imbiss einladen? Ich sehe dich, also komm. Es hat geklappt. Ich habe Meister Lampe gefangen. Und aus diesen Fallen kommt keiner ohne Schlüssel raus. Meister Lampe hat bestimmt den Schlüssel. Was fehlt noch? Ah ja, es fehlt noch was für den Eintopf. Gut, dass ich dran gedacht habe. Ja, und tschüss.
Ah, jetzt müssen wir noch mit Brumm sprechen. Das machen wir noch. Weil das würde ich jetzt gerne mal wissen, was hier Sache ist. So, ich würde mal fast sagen, wenn ich mir das hier so angucke, diese Holzabteil, ja. Okay, jetzt hätte ich gedacht eigentlich, dass das die erweiterte Q-Line für, obwohl, könnte fast sein. Könnte fast sein. Ich schleiche mich an ihn ran, wenn er gerade nicht aufpasst. Ja, jeder weiß, dass patzig der Fuchs. Weil normalerweise so separate Wege wie das hier mit Geländer könnte eine verlängerte Q-Line sein. Ja, würde ich fast sagen. Naja, gut. So. Hallo! Ich bin Brumm, der Bär. Ich habe mir überlegt, was zum Eintopf von Patzig dem Fuchs passen würde und kam auf Klößchen. Die schmecken so gut. Wenn du welche findest, bring sie ihm. Specknödel, oh ja. Die schmecken wirklich gut. Ein Autogramm? Ich soll meinen Namen schreiben? Kannst du das auch? Du kannst ihn auch tanzen. Kein Problem. Ich hoffe, da soll Brumm der Bär stehen, denn das steht jetzt da. Yeah! Wer gehört denn noch zu den Schurken? Hook dürfte gehören? Oh, Brumm die der böse Bär Königin vielleicht. Hat einen Freund. Hook gehört auf jeden Fall zu den Schurken. Dann sind aber nur wenig Schurken im Park unterwegs, finde ich viel zu wenig. Ja, tanzen wir. Es gibt doch viele Schurken im Park. Im Disneyland, die schon interessant sind. Zum Beispiel Maleficent. Tschüss. Naja. Und vergiss nicht, die Klößchen zu besorgen. Schöner sammle Tag die heute. Klößchen, ja. Oh, dann sammeln wir die noch schnell. Und dann war's das erstmal. Dann würde ich sagen. Hast du dir ein Fernglas gewünscht? Aladdin hat eins für dich. Das holen wir uns noch irgendwann. Keine Sorge. So, holen wir uns noch die Klößchen und dann würde ich mal sagen, stellen wir uns Richtung Splash Mountain hin. Werden wir das nämlich als nächstes in der nächsten Folge machen. Ja, ja. Da ist der nächste. Gehen wir da nämlich die Quest. Ja, jetzt nicht. Jetzt weiß ich auch, warum er das immer sagt. Eieiei, da haben wir sie doch alle. Klößchen für Patzig den Fuchs. Will der Fuchs die? Ah, ja. Dann geben wir die noch ab. Dann sind wir in der Nähe von Splash Mountain. So, komm, hier hast du Klöße. Wohl, diese Klößchen werden prima schmecken zum Haseneintopf. Ja, wirklich. Ach. Müssen wir diesen mageren alten Hasen mästen. Such Gemüse, um Meisterlampe zu füttern. Dann können wir ihn mit in den Eintopf stecken. Das wird unglaublich lecker. Das kannst du mir glauben. Dass der immer noch dabei grinst. Du trödelst ja schon wieder. Nein, ich trödel nicht. Ich mach jetzt nämlich... Ich sehe Meisterlampe nicht, aber ich weiß, dass er hier ist. Ich mach nämlich Schluss hier. Beziehungsweise vor Splash Mountain. Dem Eingang, dass wir da auch dran denken. Denn das suchen wir das nächste Mal. Dann würde ich mal sagen, nein, wir gehen nicht da rein. Auszutricksen ist nicht so schwer. Aber ja, Patzig, hast der recht. Fuchs kann einen ganz schön auf Trab halten. Naja, mehr ich mir nicht so sicher. Jo, könnt ihr die mal aufhören durchs Bild zu rennen? Danke. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.